seit über 30 Jahren würde viel tonnenweise jede Woche Secondhand-Kleidung aus Europa nach Afrika gebracht. Ich habe einfach gemerkt, dass diesen Import von Secondhand-Kleidung einfach die Textilbranche vor Ort kaputt macht. Natürlich, es gibt Argumente, dass ja, es bringt eine gewisse Handelsmöglichkeit für Händler und Händlerinnen vor Ort, sie können das verkaufen und Geld verdienen, aber das stimmt überhaupt nicht. Weil man jetzt so gewohnt ist, ganz viel billig, schnell Kleidung zu bekommen, es gibt diese Bemühungen nicht, die Textilindustrie wirklich aufzubauen, weil egal wie gut sie schneiden können, können sie nicht gegenüber die bestehende Secondhand-Macht kämpfen. Ja, die Kleidung sind einfach zu billig. Es wäre wichtig überhaupt für die Textilindustrie, dass diese Secondhand-Kleidung nicht in diese Massen besteht. Und ich glaube, dass es überhaupt nicht richtig ist, dass wir in Europa nicht lernen, wie wir unseren Konsum im Griff halten, sondern diese Entsorgungsdienstleistung einfach nach Afrika schiebt. Wenn diese Kleidung nicht exportiert werden, und wir werden ja nicht herum nachlaufen, wir werden dann überlegen müssen, wie wir selber Kleidung herstellen, wie wir selber Stoffe herstellen. Georgia ist ein Modelabel gegen Menschenhandel. Also der Hintergrund ist, dass wir wollten etwas nachhaltig, präventiv starten und also Frauen, die gefährdet sind und viele, die halt nähen gelernt haben, aber nicht ausreichend und selber jetzt ein Geschäft anzufangen. Wir unterrichten sie, dass sie selber eine kleine Produktion anfangen. Sie wirklich die Fähigkeiten lernen, nicht nur zu nähen, sondern auch ihre Produkte zu verkaufen. Ja? Und so haben wir angefangen und mittlerweile verkaufen wir dann auch die fertigen Produkte von den Studenten in Laden in Österreich auch. Wir produzieren hauptsächlich Tasche und Jacke. Also das ist jetzt so eine klassische neue Georgia-Jacke von uns. Ein Trainingszentrum in Togo, wo ältere Damen unterrichtet werden, wie sie Stoff machen und färben. Dort machen sie diesen Stoff. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage jetzt, dass wenn es keine Secondhand-Kleidung gibt, entsteht einfach neue Produktion, neue Dienstleistungen. Leute müssen Stoff herstellen, das ist Batik, das ist handgefärbt. Und ja, das ist ein Stoff, den wir sehr gerne nutzen. Die zum Beispiel ist was anderes. Also das ist auch Batik, aber die holen wir von Ghana. Das ist auch von einem Batik-Kooperativ, holen wir diesen Stoff von Ghana. Also es ist wichtig, dass die herkömmlichen Produktionen, die großen Konzerne, zur Verantwortung gezogen werden. Dass sie einfach lernen, nachhaltig zu produzieren, nicht in Überfluss zu produzieren. Es gibt sehr viel nachhaltige Mode-Labels und Brand. Man unterstützt eine nachhaltigere Struktur, wenn man von diesen Brands kauft. Ja? Ja, das ist Georgia.